Das Einbinden eigener und fremder Bibliotheken in ein Android-App geschieht folgendermaßen. Wir machen mal ein neues Projekt. Das nennen wir Flativerse-Ship, weil ich da die Bibliothek dazu habe. Ändern mal nichts an den Einstellungen, wir brauchen es eigentlich nur zum Testen, zum Vorführen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er ein neues Projekt angelegt hat. Da ist das neue Projekt. Projektstruktur sieht so aus. Brauchen wir noch ein bisschen Zeit, bis er alles gerichtet hat hier unten. So. Okay, wenn wir da jetzt beispielsweise eine eigene Klasse dran anbinden wollen, wie zum Beispiel die Connector-Klasse, die Apps mit dem Flativerse-Projekt verbindet, dann kriegen wir da schon mal Mecker, weil er das IDE dieses Symbol Connector nicht kennt. Er kennt die Bibliothek nicht. External Libraries gehören zum Großprojekt. Wir binden die Library nur in unser eigenes Projekt ein. Machen dazu hier einen neuen Ordner. Rechte Maustaste, New Directory. Den nennen wir mal Libs. Dann haben wir also hier einen neuen Ordner. Und in den neuen Ordner packen wir das Archiv mit der Bibliothek drin rein. So, da ist es jetzt drin. Das heißt, wir haben es jetzt physikalisch reinkopiert. Wir kriegen immer noch Mecker vom IDE. Rechte Maustaste, Add as Library. Dazugefügt. Wir probieren uns mal mit einem Bild. Kriegen immer noch Mecker. Das liegt jetzt daran, dass wir zwar die Bibliothek bekannt gemacht haben, aber wir unter File Project Structure die noch in das Projekt einbinden müssen. Wir kriegen hier noch eine Meldung, die vorläufig ist, die sagt, oh, du musst nachher noch was von Hand machen, solange bis das Android Studio richtig durchprogrammiert ist. Da komme ich noch drauf zurück. Zunächst nützen wir das jetzt. Gehen hier unter Modules, Dependencies und hier können wir noch sagen, benutze unseren Connector, unsere Bibliothek, die wir da zugenommen haben. So, wir probieren wieder ein Rebuild. Gucken, was jetzt passiert. Haben zwar immer noch das rote hier, aber wenn wir da drauf klicken und mit Alt Return die Syntaxverbesserung anfordern, kriegen wir einen Import auf unsere Klasse. Damit hat er unsere Klasse importiert und alles, was dazugehört, zum Beispiel, dass wir noch kein Try-Catch drumherum gemacht haben. Jetzt ist unsere Klasse da, die in der Library drin ist. Neues Übersetzen. Und wir werden feststellen, das IDE hat es gekannt, aber wir haben noch vergessen, irgendwas, was hinterher beim Zusammenlinken benötigt ist, zu machen. Und wir erinnern uns an diese riesengroße Fehlermeldung von vorher.
dass das Android-Studio noch nicht komplett ist. Also müssen wir da von Hand was ändern. Und zwar ändern wir das in der Bilddatei. Die gibt es allerdings mehrfach. Das Bild.gradle gibt es hier und hier. Das ist für das für alles, was wir hier in Einzelprojekten einbauen, und das ist nur für unser Projekt. Wir benutzen daher nur die hier, weil wir das nur ändern wollen und die anderen Projektteile vielleicht nicht belasten wollen. So, das ist in Lips und heißt Connector.jar. Was kriegen wir da? Na, das ist doch okay. So, jetzt probieren wir das nochmal. Dauert immer noch ein bisschen. Der baut das Projekt jetzt neu, weil wir halt eine grundlegende Abhängigkeit geändert haben. Und wir haben Compilation completed successfully. Also braucht es zwei Schritte oder drei Schritte, um unsere Library einzubinden. Einmal physikalisch hierher kopieren, einmal als unter File die Library dazufügen und als drittes hier bei Compile-Files auch sagen, dass das beim Übersetzen mit einbinden soll. Das war alles. Und damit müssten wir jetzt in Zukunft alle Bibliotheken in unsere Projekte reinkriegen.